Daddy, das bist du. Komm, wir gehen spielen, Daddy. Dies ist nicht deine Tochter. Verstehst du, was ich sage? Ihr Name ist Eleanor. Und sie gehört mir. Und jetzt knie nieder, bitte. Gentlemen, nehmen Sie ihm den Helm ab. Sehr gut. Nimm die Pistole. Halte sie dir an den Kopf. Feuer. 10 Jahre später. Bist du, der diese Geisterstadt zum Leben erweckt? Mein Name ist Tannenbaum und ich brauche dringend deine Hilfe. Bitte such mich an der Bahnstation des Atlantic Express. Zwei Fragen, bevor ich euch willkommen heiße zu Bioshock 2. Erstens, okay, hier ist ein Vita Chamber. Frage 1 beantwortet, wie haben wir überlebt? Frage 2, warum sehen wir uns nicht mehr selber? Gerade eben ging das noch. Frage 3, die jetzt plötzlich entstanden ist, wer hat uns den Helm wieder aufgesetzt? Wichtige Fragen zum Anfang dieses Let's Plays. Willkommen hier, Freunde, bei Bioshock 2. Nachdem ich gestern Bioshock 1 durchgespielt habe und ich nehme und hoffe, also ich nehme an und hoffe gleichzeitig, dass das hier gleich am nächsten Tag läuft. So gleich zur Fortsetzung, versteht sich. Wir haben hier ganz tolle rosane Korallen, die wir zerstören können. Und dieser Bohrer, der deutet ja eigentlich für mich darauf hin,
dass wir ein Bouncer Big Daddy sind. Ja, schön mit dem Bohrer, können auf andere Leute zuspringen. Ob das stimmt, das wird sich dann später noch bewahrheiten oder zumindest herausfinden lassen. Wir können einmal Steuerung drücken, um uns zu ducken und haben hier Adonis Luxury Resorts und hier Adonis Rapture's Finest Spa and Getaway. Also kann man hier komische Viecher sehen. Also kann man hier wunderschönen Urlaub machen, wollte ich gerade sagen. Hier in den wunderbaren Adonis-Bädern. Was haben wir denn hier? Lamp is watching. Ja, natürlich, Lamp schaut immer gerne zu. Dafür kennen wir sie und mögen... Nein, mögen wirklich nicht. Nein, viele Leute mag ich, aber nicht Lamp. Also, nein. Lamp ist eine der verabscheuendsten Persönlichkeiten, die man so in Videospiele-Historie kennenlernen darf. Ich finde sie persönlich schlimmer als Ryan und Fontaine. Ryan geht ja, bis auf, dass er ein Splicer... Verstehst du? Halt die Fresse. Bis auf, dass er ein Splicer auf den Hals gehetzt hat, ist Ryan ja doch relativ integer als Persönlichkeit. Und hier haben wir die allzeit beliebten Audiotagebücher. Lektion 1, ihr Superklempner. Ihr befindet euch jetzt unter dem Meer. Wenn ihr das sanfte Pochen von Wassertropfen auf eurem Helm hört, seid ihr schon gefeuert. Lektion 2, ihr könnt tote Generatoren mit einem direkten Funken starten, aber bitte erst die Gäste aus dem Pool scheuchen. Die Herren Geldsäcke erschrecken sich, wenn sie Arbeiter sehen, die Blitze schleudern. Kapiert? So, was haben wir hier? 1540 und Dosenfrüchte. Eine große positive Änderung im Gegensatz zu Bioshock 1. Wenn man jetzt einmal die Zahlenkombination gesehen hat, die man für ein Sicherheitsschloss braucht, werden die daneben aufgeschrieben. Das ist mega gut. Da kann nicht sowas passieren wie bei den Apollo-Teilen. Wenn ihr euch erinnert, dass ich da extra nochmal nachschauen musste. Naja, ich glaube, wir hören uns das erstmal an. Mein Mann ist ein totaler Idiot. Wirft sein ganzes Geld für Gentonika raus, um nur ja körperlich fit auszusehen. Das ist dann seine Ausrede, wieso er den ganzen Tag auf seinem Intern sitzt und Hörspiele im Radio anhört. Steven, sag ich immer, wenn du fit werden willst, geh ein paar Runden mit mir schwimmen, auf die altmodische Art. Es ist dein Geist, der verkümmert. Vielleicht schmuggle ich ihm in Zukunft ein paar Brain Booster unter seine tägliche Dosis. Vater! Bienen wachsen hier im Garten, da darf man Geister. Glühwürmchen! Ich hasse Glühwürmchen! Glühwürmchen sind das Böse! Das Böse! So, bevor wir aber dieses Plasmid nehmen, gucken wir uns hier mal um. Hier, Zigaretten. Ja, toll. Danke schön. Weg mit euch. Die blöden Zigaretten. Rauchen ist ungesund. So, jetzt werden sie nass. Jetzt kann die kein Schwein mehr rauchen. Menschen am besten auch nicht. Also, ich wüsste niemanden, der patschnasse Zigaretten jemals geraucht hat. Beziehungsweise dazu überhaupt in der Lage ist, patschnasse Zigaretten zu rauchen. Naja, ich würde sagen, wir nehmen Electrobolt und somit eigentlich das Aushängeschild an Plasmid für Bioshock 1 und 2, würde ich es nennen. Fast eigentlich. Nicht nur fast, ist es theoretisch. Ich nehme das einfach mal, ohne weiter zu labern. Weil ihr wollt ja auch, dass es weitergeht. Nehme ich stark an. Das wäre ja peinlich, wenn ich hier einfach eine Stunde davor stehen würde und dieses Electrobolt angucken würde und dann passiert hier nichts, oder? Also das Let's Play würde man sich auch nicht angucken. Es ist einfach so. Naja, ich drück mal F. Wo hat er die Spritze her? Aber hat er schon besser vertragen als Jack? Ganz, ganz lange. Und Eleanor hat dich vermisst. Finde sie, dann geht es dir besser. Nee. Ich hab mich gerade mit ihr unterhalten. Daneben ist auch vorbei. Hä? Vorhin hatte ich getroffen beim ersten Versuch. Schade. Ja, ich habe die erste Folge schon mal aufgenommen. Ich habe das Mikrofon ausgehabt. Lasst mich in Ruhe. Das passiert einem.
wenn man senil ist, so wie ich. Mensch, Kollege, grüße dich. Was machst du denn hier? Hier bin ich. So, das Ding ist an. Das Radio ist kaputt. Jump, jump, jump. Oh, eigentlich wollte ich hier runterspringen, aber vielleicht ja hier hinter. Endlich, ein Signal. Aua. Hör zu, mein Name ist Tannenbaum. Ich habe gesehen, wie du das Licht eingeschaltet hast und ich weiß, wer du bist. Bitte komm zu mir in die Bahnstation. Ich brauche deine Hilfe. Dringend. Ich weiß selber nicht, wer ich bin. Das könnte wirklich was bringen, zu der zu gehen. Gut, also wir sind ein Big Daddy. Das ist jetzt nicht so wirklich schwer herauszufinden gewesen. Aber so allgemein... An meine Tochter. An meine Tochter Eleanor. Aufnahme. Bald wirst du geboren. Und Rapture wird deine Heimat sein. Du wirst erzogen werden wie ich selbst. Dazu das Wohl deiner Mitmenschen über dein eigenes zu stellen. In dieser Stadt gilt dies als Ketzerei, als abnorme Abweichung von natürlichem Eigennutz. Deine Kindheit hier wird schwierig. Aber der Preis für Revolutionen ist immer hoch, Eleanor. Wenn wir nur Geduld haben, wird Rapture zu uns kommen. Hier spricht Dr. Sophia Lamb. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Okay, ich höre mal zu. Denkt daran, ihr seid nicht allein. Echt nicht? Seht in mir nicht eine Herrscherin, sondern nicht? Die Mutter der Familie Rapture. Das ist zu einfach. Ah ja, Lamb schaut zu. Blaue Schmetterlinge. Life is strange. Offensichtlich. Ich bin wieder in Rapture. Nach so vielen Jahren. Die Kleinen, die ich gerettet habe, sind erwachsen und denken nicht mehr an mich. Aber nach allem, was ich ihnen angetan hatte, war es eine Freude, vergessen zu werden. Doch jetzt verschwinden Kinder überall an den Meeresküsten der Welt. Sie werden entführt. Und so kehre ich zurück, aus Angst vor dem, was ich schon weiß. Irgendwer erschafft neue Little Sisters und führt meine Arbeit, meine Sünden fort. Also ich bin's nicht. Und wenn es mich das Leben kostet, ich muss das unterbinden. Ich hab's mit knapper Not lebend hier runtergeschafft. Aber hier ist es tatsächlich. Rapture. Hierher haben sie mein armes Mädchen verschleppt. Was ich aus dem U-Boot heraus gesehen habe, liegt das meiste der Stadt in Trümmern. Aber hier und da gab's Lichter. Und Formen, die sich bewegt haben. Ich fasle dummes Zeug. Aus Angst vermutlich. Aber vielleicht, wenn ich diese Dr. Lamb finde, die ich dauernd in den Durchsagen höre, vielleicht finde ich dann auch Cindy. Bist du Cindy? Hallo? Bist du Cindy? Cindy? Bist du's? Hallo? Bist du Cindy? Daddy, Big Sister will nicht, dass du mit mir spielst. Ja, weil Big Sister eine blöde Kuh ist. Die hat keine Erziehung genossen. Gehst du runter von mir. Gehst du weg. Gehst du weg. Gehst du weg. Dankeschön, wäre ja noch schöner. Aua, hör doch mal auf mit dem Schmarrn. Ja, yeah, schön, volle Kamüle. Nee, lass das mal sein. Nee. Oh ja, vielleicht sollte ich mal uns heilen. So, jetzt hat sie die Schnauze voll. Hau ab! Blöde Kuh! Sagt doch, die hat keine Erziehung genossen. So, Bohrertreibstoff brauchen wir nicht. Zumindest nicht ganz. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran. Big Sister achtet auf Little Sister. Toll. Stört ihr die Arbeit einer Little Sister, wird Big Sister euch finden. Wir haben nicht gestört. So. Ab, Zigarette. Ach, dann halt nicht. Jetzt ist sie doch abgehauen. Ja, Zigarette hat Angst vor uns.
Diane hat darauf bestanden, dass wir das Wochenende im Adonis verbringen. Aber schon sehne ich mich nach einer Auszeit, von dieser Auszeit. Wenn sie mich tadelt, weil ich zu viel arbeite, zerfließen ihre Worte für mich zu einem endlosen, tierischen Gemecker. Ich habe Rapture gegründet, weil es frei sein soll von Gesetzen, frei von Gott. Weil ich unter Menschen leben will, für die die Arbeit ihren Lohn in sich trägt. Trotzdem, wenn Diane davon redet, ein Kind von mir zu kriegen, dann halte ich inne. Ich hatte bislang nie über mein Vermächtnis nachgedacht. Vielleicht im neuen Jahr. Naja, Andrew Ryan und Diane McClintock, die kennen wir ja noch. Und das kennen wir nicht. Das ist neu. Das uns... Warum? Warum tust du das? Nein! Überragende Schauspielkünste.de. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe, was die Entwickler von Bioshock sich hier einfallen lassen haben mit Bioshock 2. Diese Unterwasserpassagen, wenn man schon als Big Daddy gleich startet und nicht erst am Ende einer wird, es ist einfach so prädestiniert dafür. So kann dir selbst der Ozean nichts anhaben. So weit, so gut. Aber Rapture hat schon viele große Männer das Leben gekostet. Alleine kommst du nicht weit. Du kannst es noch zur Bahnstation schaffen. Suche mich dort. Okay, Tagebuch. Letzter Eintrag. Lizzie und ich, wir haben eine Tauchkugel gefunden und wir fahren heim. Wir haben das Bleißen sein lassen und das wird sich jetzt auszahlen. Ist es nicht so, Baby? Nächste Station, Erdoberfläche. Ich liebe dich. Du hast uns gerettet, Sammy. Nur du allein, Liebling. Sophia Lärm kann uns nicht hier festhalten. Sie wird uns doch... Was war das? Oh Gott, sie hat uns entdeckt. Das ist Lärm. Torpedo! Ich werde versuchen... Hinterfragt noch irgendjemand meine Aussage vom Anfang des Spiels, dass Sophia Lamb eine der verachtenswürdigsten Personen ist, die es so in Spielgeschichten gibt? Ich glaube, jetzt glaubt mir jeder. Übrigens, Leute, willkommen zurück hier in Rapture. Ein bisschen unschärfer als vorhin. Vorhin in Anführungszeichen, als noch in Bioshock 1. Aber jetzt sind wir auch selber unter Wasser und nicht in einer Tauchkugel. Das könnte vielleicht daran liegen. Weiter gucken. Lampen, die sind wichtig. Lampen sind immer gut. Aber warum hat dir dieser Big Daddy vorhin? Big Sister. Hau ab! Blöde Kuh! Ja! Er hat Angst vor uns. Ganz einfach. Nee, warum hatte dieser Big Daddy vorhin seine Nietenpistole draußen haben können unter Wasser und wir werden des Zeugs beraubt? Naja. Ich würde sagen, bevor wir hier einmal den Hahn abdrehen, um die Überflutungsschleuse zu trocknen, verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder von Bioshock 2. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!